dem wir euch recht herzlich begrüßen dürfen, wollen wir noch einige Details dieses Kreuzes betrachten. Auf die Frage, wer sagte, dass ich sei, antwortet Petrus stellvertretend für alle Apostel: Du bist Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Und Christus lobt Petrus dafür, dass er es erkannt hat. Aber er sagt ihm auch gleichzeitig, nicht du hast das sozusagen herausgefunden, sondern es ist dir von meinem Vater gegeben worden. Und diese Anspielung, diese Erinnerung, diese Verbindung zu Petrus sehen wir auch auf diesem Kreuz in der Darstellung des Hahnes, den wir hier zu den Füßen des Gekreuzigten sehen. Der Hahn erinnert an den Moment, als Petrus Jesus verleugnet hat. Jesus sagte Petrus, dass er ihn verleugnen werde, bevor der Hahn noch gerufen hat. Und Petrus beteuert, nein, Herr, ich werde dich nicht verleugnen, ich werde immer zu dir stehen. Aber Christus kennt die Schwäche des Menschen. Und er macht auch Petrus gar keinen Vorwurf, aber er weiß, was geschehen wird. Und Petrus bereut auch dieses Verleugnen Jesu Christi. Aber dieser Hahn erinnert nicht nur an diese Leugnen von Christus, es erinnert uns von Petrus, sondern es erinnert uns vor allem an die Auferstehung. Der Hahn, der den neuen Tag anruft, der Hahn, der uns weckt, um den Tag zu erleben, den Tag, der kein Ende kennt, der achte Tag, der Tag der Erlösung. Jenen Tag, den wir Sonntag für Sonntag in diesem wöchentlichen Osterfest begehen. Und Christus erinnert uns auch daran, dass er nicht nachtragend ist in dem Sinne, also Petrus dreimal im Johannesevangelium fragen wird, Petrus, liebst du mich? Mit dieser Frage hebt Christus gleichsam dieses Leugnen von Petrus auf. Christus ist der Erhabene, der nicht nachtragend ist, sondern der uns Menschen trägt, aus unserer Schwachheit hin zum festen Glauben. Und er trägt uns als der, der den Tod, das Dunkel und die Sünde besiegt hat. Das sehen wir vor allem auch in diesem obersten Teil des Kreuzes. Wir sehen die Inschrift von Jesus von Nazareth, König der Juden, aber vor allem dann ganz oben. Christus, der mit dem Siegesgewand aufsteigt in den Himmel und der von den Scharen der Apostel und Engel empfangen wird. Und sein Siegeszeichen, das ist das Kreuz. Am Kreuz hat er die Welt ein für allemal erlöst. Und wir sehen, all das, was aus diesem Kreuz dargestellt wird, steht unter dem Segen Gottes des Vaters. Gott ist es, der uns Menschen in seinem Sohn Jesus Christus heil gebracht hat und heil bringt. Auf diesem Kreuz wird verdeutlicht, was wir in Johannes Kapitel 3, Vers 16 hören, als der Vater sagt, ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gesandt habe, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und das wünsche ich uns auch in diesen Tagen, in denen wir uns auf das Osterfest, das wir in diesem Jahr vielleicht auf eine ganz besondere Art und Weise feiern müssen, trotzdem spüren. Christus hat den Tod besiegt. Christus wird auch all unsere Ängste besiegen. Christus wird uns aus dem Dunkel der Zweifel, der Nöte, der Enge hinführen in die Weite seiner Liebe, in die Weite seiner Erlösung. Und dass wir mit Petrus wirklich bekennen können, ja Herr, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und dass wir auch mit ihm sagen können, mit Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Als Brüder wünschen wir euch allen, dass ihr dieses Buch des Kreuzes lesen könnt. Ein Buch, das immer wieder neu aufgeschlagen wird und immer wieder uns neue Lebensabschnitte zeigt und auch eine Zuversicht schenkt. Gottes Wort wird niemals vergehen. Gottes Wort bleibt. Sein Versprechen gilt uns Menschen, dass er immer für uns da ist. In diesem Sinne wünschen wir uns alle, dass das Kreuz wirklich für uns Baum des Lebens ist. Baum, an dem wir uns aufrichten können,
der uns Schatten spendet dort, wo die Hitze des Alltags, die Beschwerlichkeiten des Lebens uns vielleicht in die Enge treiben. Aber es ist vor allem der Baum, der fest verwurzelt ist, so wie Christus im Willen des Vaters. Musik.